zur Jahrhundertwende hat es noch viele weiße Flecken auf der Landkarte des Himalaya-Gebirges gegeben. Und mich hat als junger Bursch besonders die Literatur der Forschungsreisenden, im speziellen Sven Hedins, interessiert. Und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt, so rund um die 60er Jahre, in diese Thematik ganz besonders vertieft und mich somit geistig auf das, was ich in den späteren Jahren dann machen konnte und machen durfte, mit sehr viel Glück vorbereitet. So wie hier am Großglockner die Entwicklung der Besteigungsgeschichte. Kederbacher ist hier ein ganz berühmter Name, später Eugen Guido Lammer und auch Markgraf Pallavicini, die hier Wesentliches geleistet haben. Hat man sich im Himalaya-Gebirge und im Karakorum klarerweise auch so in den 20er Jahren dann langsam, als man die Gebiete rein topografisch erschlossen hat, auch daran gemacht, die Berge zu besteigen. Es waren naturgemäß aufgrund der Reiseschwierigkeiten, die es ja damals gegeben hat, schon ein riesengroßer Auftrag. Und wenn man bedenkt, mit welchen Ausrüstungsgegenständen, die wahnsinnig schweren Baumwollzelte, Segeltuch wurde hier eingesetzt und die Bekleidung als solche. Man kennt ja die Bilder von den Erstbesteigungsversuchen des Mount Everest, die mit Tweedjacken unterwegs waren. Da hat sich Wesentliches geändert bis zur heutigen Zeit. Und es wird sicherlich nicht stehen bleiben, diese Art der Entwicklung. Aber diese Entwicklung auf dem Ausrüstungssektor hat es natürlich auch wesentlich erleichtert, die höchsten Berge der Welt zu besteigen. Ich habe mich früher, als ich 1974 das erste Mal in das Himalaya-Gebirge gefahren bin, immer wieder gefragt, ob ich das auch vor ca. 50 oder 60 Jahren, als die ersten Europäer dorthin gefahren sind, um das gesamte Gebirge zu erforschen, auch die Motivation gehabt hätte, eben unter den angesprochenen Schwierigkeiten, Ausrüstung und Reise betreffend. Aber ich muss sagen, dass ich, glaube ich, auch unter den damaligen Voraussetzungen ganz einfach meinem Drang nach außen, dem Forscherdrang, den ich als junger Mensch ja sehr ausgeprägt entwickelt habe, schon nachgekommen wäre. Und wenn man glaubt, dass Gipfelgefühle im Endeffekt nur am Gipfel selbst zustande kommen, dann ist es für mich jedenfalls auch des Öfteren so gewesen, ganz allein in Gebiete hineinzukommen, einzudringen, wo man weiß, da war noch nie ein Mensch drinnen oder aber vor vielen, vielen Jahren zuvor mal jemand und man hat das dann im Endeffekt für sich selbst entdeckt. Und das ist eigentlich das so spannende Element des Bergsteigens, des Höhenbergsteigens und des Expeditionsbergsteigens. Ja, die erste Steigung an der 14.800er, die es insgesamt auf der Erde gibt, hat eigentlich mit dem Jahr 1950 begonnen. Einer französischen Expedition unter der Leitung von Maurice Herzog ist es gelungen, die Annapurna I zu besteigen. Das war eine sehr, sehr große Expedition. Berühmte Leute waren damals als Mitglieder dabei, Lionel Terray, Gaston Repiffard. Und danach ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. 1953 wurde der Everest erster Stieg, Sir Edmund Hillary zusammen mit dem Sherpa Tenzing Norgay. Und gleich darauf der K2 durch eine italienische Expedition. Das hat sich eigentlich fortgesetzt bis zum Jahr 1957, als der Broad Peak von Hermann Buhl, Kurt Dienberger und zwei weiteren Österreichern erst bestiegen wurde. Und bis Anfang der 60er Jahre, wo der letzte 8000er, der Hidden Peak oder aber auch Gashabom 1, wie er genannt wird, der im hintersten Baltoro im Karakorum-Gebirge steht, durch eine amerikanische Expedition zum ersten Mal erreicht wurde.